Guten Morgen miteinander. Heute geht es um Brüche. Ich habe auch negative Brüche. Diese Brüche muss ich zuallererst in meine Aufgabe einsetzen. Die lautet minus z mal, Klammer auf, x minus 2y, Klammer zu gleich. Also z, zuerst kommt das Minus, das hier steht. Dann habe ich minus 3 Viertel mal 1 Zweitel minus 2. Achtung, wenn hier kein Operationszeichen steht, ist es eine Multiplikation. Also mal minus 2 Drittel. Gleich. Minus minus gibt plus, ich schreibe also nur noch 3 Viertel. Mal ein Zweitel bleibt. Minus mal minus gibt ebenfalls plus. 2 mal 2 Drittel, 4 Drittel. Jetzt muss ich klammern vor Punktaufgaben. Das sind Brüche mit unterschiedlichen Nennern. Ich muss zuerst den Hauptnenner suchen. Der ist relativ schnell gefunden. Von 2 und 3 ist der Hauptnenner 6. Ich habe 3 Sechstel plus 8 Sechstel. Vorne mein 3 Viertel, nicht vergessen. 3 Sechstel plus 8 Sechstel gibt 11 Sechstel. Mal meine 3 Viertel. Ich schreibe alles auf einen grossen Bruchstrich. 3 Viertel mal 11 Sechstel. Jetzt schaue ich, kann ich kürzen? Ja, ja, ich kann. 3 und 6 kann ich kürzen. 11 kann ich mit 2 nicht kürzen, 11 auch nicht mit 4. Und Achtung, ich darf also nur die oberen Zahlen mit der unteren kürzen. Ja, nicht 8 mit 2 kürzen. 1 mal 11 gibt 11, 4 mal 2 gibt 8, ich habe 11 Achtel. Das ist ein unechter Bruch. Wenn die Oberzahl grösser ist als die Unterzahl, muss ich das noch in Ganze und in Achtel verwandeln. Mein Resultat von dieser Aufgabe lautet 1, 3 Achtel. Ich hoffe, ihr habt es geschnallt. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.